Die Affen zum Beispiel, die trampeln jeden Außenseiter als gemeinschaftsfremd tot. Was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei der Grafenbernadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Und da ausgerechnet Himmler! Der Treueste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein wildfremder, unberechenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist er denn wahnsinnig geworden? Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank. Ja, vielleicht schon tot! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rätschelein. Und holen Sie mir Fegelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht!